Prinz Michael II. Und ihre Lieblichkeit Prinzessin Alexandra, Kassels Prinzenpaar, eröffnete das Spiel mit dem Einwurf zum ersten Bulli. Die närrische Zeit wirft ihre Schatten voraus, wovon sich die Schlittenhunde nicht anstecken ließen. Sie spulten ihr Programm an diesem Abend humorlos ab. Das bekam der Krefelder e.V. schon gleich in der zweiten Minute zu spüren. Red Snetzinger stochert die Scheibe im Liegen zur 1:0-Führung für die Kassel Huskies ins Tor. Das muntere Toreschießen ging nur eine Minute später weiter. Florian Böhm netzt zum 2:0 ein. Von Krefeld war in diesem Spielabschnitt nichts Sehenswertes zu sehen. Das war bei den Kassel Huskies ganz anders. Sie setzten ihren Sturmlauf fort und erhöhten den Spielstand in der 5. Minute auf 3:0. Alex Kreuzer steht völlig frei vor Gästekeeper Patrick Vetter und hat keine Mühe einzunetzen. Mit diesem Spielstand ging es von nur 2200 Husky-Fans zum ersten Pausentee. Die Huskies bauten ihre Führung ab dem zweiten Drittel nach und nach aus, ohne wirklich richtig ernst zu machen. Petri Sikora trifft in der 22. und 26. Minute zum 4:5:0. Und mit einem herrlichen Solo zum 6:0 weiht sich Brett Snetzinger zum zweiten Mal in die Torschützenliste der Kassel Huskies ein. Krefeld brachte den Puck auch in diesem Drittel nicht im Tor von Benjamin Finkenrad unter. Wenn was im Tor von ihm einschlug, waren es die Krefelder Spieler. 6:0, eine klare Sache für die Huskies. Da konnte es Uli Egen auch mal etwas lockerer angehen. Obwohl die Huskies im letzten Drittel auf ihren Kapitän verzichten mussten, ging das muntere Toreschießen weiter. Artjom Kostrejew trifft mit diesem herrlichen Treffer zum 7:0. Dann finden die Rheinländer plötzlich auch Spaß am Toreschießen. In der 47. Minute trifft Lankes zum 7:1. Und in der 54. Minute hat Benjamin Finkenrad gegen diesen Hammer von Oldmans zum 8:2 nicht den Hauch einer Abwehrchance. Petri Sikora erzielt dann den letzten Treffer für die Kassel Huskies an diesem Abend. 4 Minuten vor Schluss ist er für das 9:2 verantwortlich. Den Schlusspunkt setzt dann Krefelds André Österreich. Er verwandelt zum Endstand von 9:3. Die 3 Punkte sind damit auf der Habenseite der Kassel Huskies. Mit dem einen Punkt, den man am Freitag in Frankfurt ergattern konnte, ist man damit wieder Tabellenführer. Die Südhessen aus Frankfurt verloren ihr Spiel in Bad Nauheim an diesem Wochenende im Penaltyschießen.